Was haben die bitte schon für Preise? Sind doch alle nicht mehr ganz dicht in einem Aktionshaus. Total übertrieben. Der hat so komische Soßen, die er verkauft. Der hat wieder nur seinen Salat, den er verkauft. Ich weiß nicht, wo dein Meister ist, dieser, wer auch immer das sein soll. Wo komme ich jetzt hier raus? Weil bei mir hat eigentlich alles mein Meister sozusagen, bis auf die Steine oder so, die ich kloppen muss. Es wäre ja irgendwie schön, wenn der anzeigen würde, wer das verkauft, dann würde ich mich jetzt einfach melden, dass ich nur ein bisschen was davon brauche. Aber naja. Wie bin ich jetzt hier gefangen? Ich will hier raus. Achso, es gibt ja 48 Seiten. Oh. Okay. Man kann es auch praktisch sofort kaufen. 2 Gold, soll ich das riskieren für 40 Mal? Solange du keinen Vertrag eingehst. Ich schau mal, ob es noch was Günstigeres gibt. Kann man es nicht irgendwie sortieren nach Preis? Das wäre praktischer. Ich lauf mich hier gerade dumm und dämlich. Bist du irgendjemand Besonderes? Nö. Was ist sie? Ein Humanoid. Hat nur was zu sagen. Artist-Expert. Aber du brauchst kein Fahrkon. Frakon oder so, ne? Ja. Du brauchst wirklich Leder. Das ist das Problem. Ah, jetzt funktioniert die Suche, man muss es mit Groß- und Kleinschreibung alles beachten, sonst findet er nichts. Ah, jetzt, okay. Also ich finde deinen auch, ich finde hier nichts mit Leder, tut mir leid, also. Alles zu teuer, alles zu teuer. Meine Güte. Immer noch zu teuer. Oh, cool. Die verkauft hier die Plain Flip Card für 4 Gold und 50 Silber. Okay. Allerdings auch die Beginners Card. Kannst du einfach mal schauen, was so ein standardmäßiger Preis ist, und dann kannst du einen Tick günstiger reinstellen. Dann sollte sich schnell jemand finden. Oh, die scheint aber interessant zu sein, die Karte. Afank-Karte heißt die. Ich weiß nicht, woher die kommt. Achso, das sind diese komischen Biber, die wir gesehen haben. Die sind richtig cool. Also die Karte, die würde mich interessieren. Weil die gibt von allem 2, Vitalität 6, Wissen 4. Also stimmt, so schlecht ist sie gar nicht. Aber egal, das wollte ich nicht machen. Ich suche immer noch dein blödes Leder. Ich nehme jetzt einfach das hier für die 2 Gold. Ich denke, das ist okay. 40 Stück davon. Das klingt irgendwie gut. Ich nehme es jetzt einfach mal. Instant. Okay. Hilfe! Das bekommt man dann in die Mailbox. Alles klar. Ich will mal schauen, was bei Decoration Cooles gibt. Hä? WTF? Was? Ich hab keine Beine mehr. Grafikbug? Ich hab keine Beine mehr.
Nein, vor allen Dingen, ich habe auch keine Hose mehr an. Ich weiß nicht, ganz wo meine Hose toll abgeblieben ist. Ich habe die ja nicht verkauft. Ist das irgendwie eine Einmalhose gewesen und jetzt zerrissen oder was? Was ist das denn für ein mieser Bug, ey? Ich brauche Hosen. Ich hatte doch eine viel bessere Hose. Wo ist denn die? Shirt, Pants, dieses Ding hier. Das habe ich mir so hart erarbeitet, gekraftet und jetzt ist das Ding weg, oder wie? Vielleicht ist es irgendwo im Inventar. Nein. Vor allem die Rüstung habe ich ja an. Der hat mir angezeigt, ich hätte nichts an den Beinen. Und dann waren meine Beine nicht nur nackt, so als wenn ich die ausgezogen hätte, sondern ich hatte keine Beine mehr. Die dann waren komplett weg. Dann lock dich vielleicht einfach kurz aus und lock dich wieder ein. Ist das irgendwie ein... Ist das ein Bug-Item oder so? Komisch. Egal. Jetzt halte ich meine alte Hose, bis ich mir wieder was Neues craften kann. Schade. Aber wenigstens habe ich mein Schwert noch. Ich könnte eigentlich mal nachschauen, was gibt's noch so für interessante Karten. Waren das noch gleich? Genau, da ist das Kartenalbum. Da. Okay, das sind alles schon Level 16 Karten. Heißt das, man kann die erst auf Level 16 anziehen oder was? Das ist ja blöde. Ich gebe mir mal alles so viel auf Int. Ich brauche nur Agion Stärke und Vitality, genau. Aber es stimmt, von den Biber, die scheint ganz gut zu sein. Ach, die Biber sind Afanks. Das heißt, von denen kriege ich dieses Leder ja. Ganz toll dann. Super. Okay, naja, die gut, werden wir gleich noch kämpfen. Wenigstens. Jetzt habe ich mir sowieso schon Leder gekauft, aber egal. Kann ja nicht alles perfekt laufen. Ach ja, genau, ich wollte noch wegen der Karte schauen. Plane Flip. War jetzt wie teuer. So viele wie du davon hast, stell eine einfach mal als Aktion rein. Gucken, wie viel du dafür bekommst. Mhm. Wo ist er jetzt? Da ist er. Was eingestellt. Da habe ich noch eine Beginners-Card. Das ist Schmarrn, die verkaufe ich glaube ich nicht. Ob das was bringt, ist fraglich.
Gut, dann schaue ich jetzt mal zur nächsten Mailbox, ob das Leder da ist. Das bekommt man dann darüber zugestellt. Ja, da ist es ja. Ah, jetzt. Sehr schön. Ach ja, stimmt, das ist ja schon die voll verarbeitete. Jetzt brauche ich nur noch ein bisschen Stoff, dann kann ich es herstellen. Alles klar. Wo ist denn jetzt hier nochmal der Schneiderexperte? Es gab mehrere. Im Süden war einer, im Norden war einer, im Osten war einer. Ich hab's alle gefragt, keiner wollte mir Leder geben. Hier jetzt einfach mal nach Süden. Da muss ich ja dann sowieso wieder hin. Oh Gott, diese Laufwege. Warum ist diese Stadt nur so groß? Boah, ich freue mich schon richtig, wenn ich den Peko Peko hab. Geht das alles ein bisschen schneller. Ja. Ist doch nur noch ein Level. Ich hoffe, er kostet nicht so viel. Komm, die stelle ich auch noch mal eben her. Juhu. Die noch herstellen, kann ich zwar nicht so viele, aber immerhin. Ach cool, mit dem Leder kann ich auch gleich hier meinen Schneider-Quest beenden. So, jetzt muss ich einmal ins Dorf gehen und... Na komm. Dann kann ich mir nochmal eine neue Hose herstellen. Und wehe, die ist jetzt auch wieder verbuggt. Was ist das denn? Kenau, Summon, Argaden. Das war bei dir doch auch. Weißt du, was das bedeutet jetzt in dem Fall? Ja, ich kann irgendeinen... Nö, also was irgendwas genau kann man bedeutet, jetzt beschwören. Keine Ahnung. Ja. Hilft mir aber irgendwie nicht viel. Hilft mir genauso. Aber ich habe keinen Skill dazu bekommen. Ich habe nichts dazu bekommen, irgendwie. Ich habe keinen... Item dazu bekommen, gar nichts.
Ja, Kollege, ich brauche von dir, warte mal, für meine Hose 3 Golden Anvil. Boah, diese Anvil sind so teuer, die machen einen pleite. Was hat das jetzt mit diesen Garden auf sich? So, jetzt habe ich meine richtigen Hosen an. Immerhin. Die kannst du wieder haben, brauche ich nicht. Nee, das wollte ich auch nicht. Ich wollte hier mal gucken. Ah, Convert-Stil. Was auch immer das sein soll. Achso, kann ich was Neues? Ich habe doch ein Job-Level-Up. Nein, kann ich leider nicht. Schade. Da muss ich noch ein bisschen durchhalten. Was ist das für einer? Family Doctor? Oh cool, ein Grafikbug. Hier schwebt ein Eimer in der Luft. Dafür muss ich nach da, dafür muss ich nach da, dafür muss ich nach da und dafür muss ich nach da. Und jetzt lagere ich hier mal was bei der Kafra ein. Was? Ich hab mich vertan. Ich will tschüss, tschüss, tschüss. Boah, ich hab da so ein komisches Fabri angegriffen, was auf einmal 2000 Lebenspunkte hat. Das ist mal viel. Ja, das ist diese Day-Quest. Ich glaube, dafür muss man noch einiges trainieren, um die irgendwie zu ausführen zu können. Hä, bist du jetzt wieder im Süden oder was? Ja, ich hab Steine. Ich musste doch noch Steine kloppen für meine neue Hose. Ich hatte doch die Items nicht mehr. Dann gehe ich jetzt auch wieder Richtung Süden. Er trinkt nicht. So, okay. Dann gleich mal zur Kaffee. Wo ist denn jetzt die Kaffee? Ah, okay. $120 für diesen Flug. Ich laufe dir jetzt einfach mal entgegen. Entgegen ist gut, ich laufe nicht. Ich stehe gerade und esse. Zudem sehe ich dich noch nicht mal auf der Karte. Ach doch, da hinten bist du. Ja. Da, jump da. Sehr schön. Sogar mit einem Buff nochmal wieder einen Buff neu draufhauen. Hier sind diese Rackruf, die wir besiegen müssen. Vielleicht haben die ja auch Leder, wer weiß. Okay, viel aushalten tun sie jedenfalls nicht. Hä?
Ah, ich verschwinde nur Level gleich 11. wieder. Ich würde den gerne ausbeuten. Mountain Boots. Oh, cool. Ja. Cool, die nehme ich. Klar. Kannst hier leider nicht viel mit anfangen. Hey, verschwinden die einfach? Da oben. Ja, die kann man nicht ausplündern. Ist ja langweilig. Der hat seine, die, ja, die Backen gehen aber auch nicht viel. Du machst extrem viel Schaden. Das wundert mich so. Dran. Okay, scheint eine sehr einfache Quest zu sein. Ich fordere ihn jetzt auch einfach raus. Ich glaube, da ist geschickter, wenn man die einzeln jagt. Die sind wirklich leicht. Noch einer, dann war's das. Okay. Und diese Fabris können wir ja mal zu zweit versuchen. Hä? Ich habe keinen Erfahrungspunkt oder so bekommen. Die Quest ist einfach nur weg. Die muss man ja noch abgeben. Ach nee, Quatsch, die ist nach oben. Nein, die ist noch da oben. Die ist noch da oben. Warte mal, die Fabris waren hier hinter dem Haus. Glaube ich zumindest. Oder hier auf dem Hügel? Moment, guck. Hier waren die. Bei den Karotten, genau. Die sind aber doch stärker, als ich dachte, diese Dinger. Ich war einfach erstmal in der Falle hin. Ach, Quatsch. Schon lange keine Falle mehr gelegt. So, jetzt aber. Oh. Was ist denn das? Warum mache ich keinen Schaden? Mach keinen Schaden. Ja, das habe ich vorhin auch gedacht. Ja, kann die angreifen, aber das bringt irgendwie nichts. Ich glaube, wir hauen lieber ab, das bringt so nichts. Guck dir mal deren Skill an. Die hat einen Skill, wenn du... Was? Dieses Schild, was sie da hat. 90% weniger? Kann man das irgendwie umgehen? Ja. Keine Ahnung, ob das mit der Zeit aufhört oder so. Gibt's da keinen Debuff? Ich hab keinen. Aua, ich werd immer noch angegriffen von dem Vieh. Ich gebe jetzt erstmal die Quest ab. Das ist jetzt Chief Carrot. Wie? Ach, das war auch keine Tagesquest, das war seine Quest. Jetzt verstehe ich das. Die Tagesquests sind wohl bestimmt wohl noch schlimmer. So, was will der jetzt? Hier gibt es noch andere Gegner, die man jagen muss. Irgendwo dort hinten. Bei dem Haus ganz hinten. Vielleicht kann man den ja Schaden zufügen. Bei dem Haus? Ja, genau. Irgendwas wird mir hier angezeigt. Beim besten Willen, ich sehe hier nichts an Gegnern. Das sind bestimmt diese Fabris wieder, die hier angezeigt werden. Hier ist noch so ein komisches Fabri-Ding. Eins weiß ich, diesen Skill, den will ich auch mal haben.
komme ich hier zur Mine? Einfach mal schwimmen. Hä? Na, die wird hier bei mir im Berg oder so angezeigt. Oh, kannst cool. Du dir an? Brauchst du ein paar Kristalle? Nein, leider nicht. Schön wär's. Irgendwo muss doch ein Eingang zur Mine geben, oder nicht? Oder muss man da den ganzen Weg außen rum gehen? Also du willst jetzt da zu diesem Volk, oder? Nee, ich würde jetzt am liebsten erstmal nach links gehen, zu diesen Bibern auch. Um diese blöde Quest da erstmal abzugeben. Ja, ich glaube, das ist die bessere Idee, genau. Von denen kriege ich dann hoffentlich endlich mal vernünftiges Leder. Hier sind so komische Raupen.